Hallo, hallo, wir melden uns nach einer viel zu langen Pause wieder zurück aus den Dungeons. Ja, wie schön. Wir sind bei Let's Play Party Nummer 9. Ja, doch Nummer 9. Ja, passt. Okay, hatte ich jetzt für eine Sekunde mich vergessen und wir stehen beim Orakel. Alles klar. Gut, was haben wir denn alles dabei? Muss ich nochmal kurz gucken. Okay, also wir wissen schon, welche die Identify-Scroll ist. Wieso ist das Spellbook nur named? Warum ist der Ring nur named? Warum sind beide Wands nur named? Ja, da hatte ich wohl nicht ganz mitgedacht. Eieieiei. Call a Wand of Slow Motion, das muss ich gar nicht mehr. Okay. Ja, alles klar. So, Marble Wand is Create Monster. Nein, falsch. Wo war sie? Ach, Groß F, okay. So. Und. Klein U. So. Und das goldene Zauberbuch auf Groß H. So, nur aber. Jetzt haben wir's, oder? Ne, der Ring fehlt noch. Der auf Groß I, okay. Quark. So. Pam pam. Alles klar. So, jetzt haben wir es aber. Okay, damit werden wir jetzt alle Objekte zuverlässig erkennen. Und wir wollten ja nach Sokoban gehen. So, da ist das Orakel. Hallo, hallo. Was ist das da? Ich war schon telepathisch, oder? Also ich kann es eh nicht ausprobieren. Na gut, dann vielleicht mal auf gut Glück. So, wir suchen hier mal kurz, ob wir eine Tür finden. Da hinten kommen schon die Monster. Ach, eine Elfenmumie. Pff, lächerlich. Und was bist du? Du bist natürlich... Oh, ein Winterwolf. Sheet. Und eine Riesenameise, ja, alles klar. Und eine Schlange. Jawohl, und ein Rope-Golem. Na, die sind zum Glück sehr schwach. So, und weg mit dir. Ah, im Hintergrund läuft wieder Tiara an. Ein wunderbares Lied. Muss ich echt sagen, das finde ich richtig geil. Und jetzt fressen wir diesen Wolf hier. Na, okay. Ich muss da das Vegetarier-Kontakt jetzt brechen. Denn die sind... Na gut, dann eben nicht. Ja, ich hätte jetzt gerne Kälteresistenz bekommen. Oh, das war eine Rostfalle. Und sie hat meinen Helm erwischt. Naja, nicht schlimm. Nicht schlimm. Sind wir halt nur noch minus 2 und nicht minus 1. 3. Was babbel ich denn da? Die Musik. Ach, ich bin so hin und weg. Da komme ich ganz durcheinander. So, jetzt noch diese Tür hier. Perfekt. Oh, ein Hobgoblin. Oh, wie süß. Ja, komm doch her, kleiner Bam. Ah, niederlich. So, ist ja wieder gut hier. Okay, ich bin sowieso, also falls sich jetzt jemand gewundert hat, warum ich schrecklicherweise Fleisch gegessen habe, ich kümmere mich einen Dreck um Conducts. Also das sind halt, das kann man machen, wenn man das Spiel schon 8 Millionen Mal mit jeder Klasse durchgespielt hat. Da ist der Aufgang nach Sokoban. Und wirklich Zeit für sowas hat oder Nerven. Aha, wusste ich's doch. So, schieben wir den mal kurz hier hoch. So, und damit, na, hat sich das hier erledigt. Und da kommt man auch vorbei. Gut, ab nach oben. So, komm an! Noch eine Wand auf Slow Monster, na gut. Food Ration, nehme ich mit. Gerne doch. Clay Ring, ja, warum nicht? Tribe, Apfel, Tribe nehme ich mit. Und die Scrolls of Earth da hinten, die nehme ich diesmal auch mit. Damit nicht wieder so ein Oschi ankommen kann und mir die halbe Decke auf den Kopf zaubert. So, hier. Die beiden. Mitnehmen und gleich mal benennen. Haben wir. Gut. Dieses Arschviech. Oh Mann. Naja. Das passiert kein zweites Mal, meine Freunde. Nicht nochmal. Stattdessen werden wir jetzt ein Level nach dem anderen hier einfach lösen. Oh ja, das werden wir. Und wir werden dabei unsere Stärke trainieren, indem wir diese Felsen rumschieben. Aber die sehe schon auf 16, 17 Barrow White. Schon wieder.
Noch so ein Level-Lutscher. Au! Ah, das war der Psyball-Zauber. Ein Zauber, den der drauf hat, ist leider Level-Drain. Und deswegen, genau. Möglichst schnell platt machen den Arsch. Die Wraiths sind in gewisser Hinsicht sogar noch gemeiner. Weil die können Level ablutschen, ohne dass sie überhaupt zaubern müssen. Das machen sie einfach mit ihrer normalen Attacke. Was bist du denn jetzt? Ein Iron Piercer, auch süß. So, noch die Fledermaus hier weg. Der Iron Piercer. Ja, der muss jetzt leider auch sterben. Die sind so langsam und so schwach, die sind überhaupt keine Bedrohung. Das einzige Gefährliche an denen ist, dass sie einem, wenn man sie nicht sofort sieht, völlig unerwartet auf den Kopf knallen können. Und das tut dann echt weh, wenn man keinen Helm anhat. Aber ich habe ja bereits einen an und deswegen ist das völlig egal. So kann man sich die gefährlichsten Monster ungefährlich machen. Ich glaub's ja nicht mal selber. Ach, schon wieder das Level. Na toll, unser aller Lieblingslevel, wo ich das letzte Mal so kolossal verkackt habe. So, wir sollten mal was essen. Na, wir haben ja genug Futter dabei. Die Futterrationen sind ja zum Glück auch vegetarisch. Was bist du denn? Aha, zwei Büchsen, was ist denn da drin? Gnomish Wizards. Nein, dann darf ich sie nicht essen. Tut mir sehr leid. Jetzt ist es zwar egal, also das Kontakt ist schon gebrochen, aber jedes Mal, wenn ich diese Nachricht bekomme, you feel guilty, heißt es, dass ich ein bisschen Gesinnung meines Gottes verliere. Und das finde ich dann doch nicht so toll. Also sollte man vermeiden. So. Mal kurz überlegen, wie geht's weiter. Ich muss diesen Felsen direkt über mir eins nach links schieben, um ihn dann von der anderen Seite wieder nach rechts zu kriegen. Das bedeutet, ich muss zuerst mal da oben klar Schiff machen. Wie mache ich das? Ich mache das natürlich, indem ich... Ja, genau. So, wusch, mal kurz hier hoch. Den hier zwei runter. Den eins nach links. Genau, so ging das. Okay. Jetzt wieder runter. Den links rüber. Den nach oben. Den zwei nach links. Und... Ich bin so ein Honk, ich mache denselben Fehler zum zweiten Mal, verstehst du? Ich hätte... Ach... Ja, wir hatten es ja schon beim Rogue. Ich hätte diesen Felsen da links, auf den ich jetzt den anderen draufschieben muss, erstmal nach unten und rausbuxieren sollen, damit ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Platz hätte. Aber das habe ich jetzt verkackt. Und das bringt mich jetzt ein bisschen in die Bredouille, fällt mir gerade mal so auf. Oh, wow, wow, wow. Wunderbar. Ja. Hier spielt der Kompetenzmann. Das ist jetzt überhaupt nicht toll. Jetzt habe ich mir da eine schöne Zwickmühle gebaut. Kann ich da irgendwie drum rum manövrieren? Geht das vielleicht? Reichen die anderen Felsen überhaupt noch aus, um da jetzt noch was zu retten, oder? Nee. Nee, da habe ich jetzt ein Problem. Na, da muss ich jetzt zuerst in die Minen und eine Spitzhacke holen. Oder wer weiß, vielleicht läuft mir ja davor noch ein Zwerg über den Weg. Ja, reife Leistung. Ah, ein Ork. Und ein Centaur. Wand of Slow Monster, wo war sie? Ich habe ja jetzt zwei. Aha, E und J. Na, komm her. Ping! Oh, jetzt ist er langsamer geworden, der arme Kerl. Ja, mach doch. Kannst du vergessen, mein Lieber, du bist tot. Jawohl, tot. Und den Apfel nehme ich auch noch mit. Und was bist du da? Ein Zombie. Etten. Oh, die sind leider nicht ganz schwach, aber... Ja, der verfehlt mich ja eh dauernd. Passt. So. Jetzt habe ich nicht mal mehr die Hälfte meiner Lebenspunkte. Na toll. Finde ich nicht cool. Aber na gut, dafür gehen wir jetzt in die Minen und da kommt eine Vampirfledermaus oder was. Oder? Ist doch eine. Nee, ein Rabe ist es. Na gut. Okay. Na, jetzt bin ich blind. Aber ich weiß trotzdem noch, wo du bist, mein Lieber. Ich kann dich nämlich trotzdem sehen. Ich bin vor dir gewarnt. So. Hätten wir den auch. Warum können mich Raben überhaupt blenden? So, kommst du auch noch weg? Die sollte man nicht essen, die verursachen Halluzinationen. Das Einzige, was du von denen kriegen kannst, ist Giftresistenz. Und die habe ich schon. Ist es nicht herrlich? Die Nymphe dort, lass mal schön schlafen. Die kann mir echt mal sowas von sonst wo vorbeigehen. Und da steht jemand genau auf der Treppe. Und zwar, ach Gott. Ihr Kackstifte.
Okay, ein Leprechaun. Genau auf der Treppe nach oben. Wo auch sonst. Und der flieht natürlich nach oben. Ja klar, komm her. Los, los. Ja, ich habe keine Angst mehr vor dir. Nicht mehr. Hallo? Oh, Idefix, da bist du ja. Wo bist du zurückgeblieben? Yeah. So. Ist auch interessant, dass er dir überhaupt nicht angegriffen hat. Auf welchem Level ist er denn? Er ist noch ein kleiner Hund, ne? Ja, toll. Das heißt, er ist noch auf einem sehr niedrigen Level. Und das heißt, er wird natürlich die Ruffs nicht angreifen. Der kleine Feigling. Na, willst du mitkommen in die Minen? Hm, willst du sterben? Na, komm mal mit. Juhu! Mein Hund ist wieder da. Alles klar. Oh, und meine Attribute steigen. Das ist auch nicht gerade schlecht. Warum ist der überhaupt zurückgeblieben? Habe ich ganz vergessen. Was ist denn da passiert? Muss ich mir gerade mal wieder angucken. Sind wir vor irgendwas geflohen und ich musste ihnen dann... Eine Spinne. Oh, Spinnilein. So, willkommen in den Minen. Wir sind auf der Suche nach einer Pickaxe. Und da ist eine Dartfalle. Toll. Kann ich die... Ja, kann ich sogar. Hey, geil. Die nehme ich mal mit. Ich hoffe, die sind nicht verflucht oder so. Na, wir werden es ja gleich sehen. Moment, wir probieren es einfach mal aus. So. Wusch. Ja. Wusch. 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 Ne, die scheinen nicht verflucht zu sein. Dafür schmeißt der hier gerade mit Messern. Schäm dich was. So, ja, ja. Haben wir schon Schuhe an? Ja, und zwar schon Eisenschuhe. Das heißt, die kannst du gepflegt behalten. Und diese Dartfälle hier, die kommen mal in mein Munitionsdepot. Und jetzt kommst du dran, mein Kleiner. Hier wird nicht geschossen. So, und er ist weg. Hatte der eine Pickaxe? Nein, aber er hat eine Konservenbüchse. Was ist denn da drin? Da ist natürlich drin... Shrieker. Okay. Hm, lecker, lecker. Ja, ich warte noch auf die Spinatbüchsen. Noch ein Zombie. Oh, schrecklich. Wie steht's eigentlich um meine Kampfskills? Ah ja, Skill, okay. Kann ja nur bergauf gehen. Und da war eine Magiefalle. Oder eher eine Anti-Magiefalle, denn sie lutscht mir meine Energie ab. Wie fies. So, ich brauche eine Spitzhacke, bitte. Kuckuck. Hat denn hier niemand eine Spitzhacke für mich? Oder eine Wand of Striking? Nehme ich alles mit? Ziert euch nicht, Kollegen. Kommt her. Ja, ja. Ah, und apropos Fighting Skills. Zing, Expert. Yeah. Aber es geht noch weiter hoch. Okay. Föderation mitnehmen. Gecko platt machen, Gnome Lord platt machen. Alles kein Thema. Die Monster hier sind keine Bedrohung für mich. Noch nicht. Plate Mail, ja, Körperrüstung ist uns eh egal. Und ein Beutelchen, sowas. Was ist denn da drin? Da ist natürlich drin. Ach, es ist eine Bag of Tricks, okay. Das heißt, sie wird Monster herbeschwören. Das ist gut. Wenn ich jetzt einen Altar finde, und ich hoffe mal, dass ich bald einen Altar finde, der zu mir gehört, dann kann ich da vielleicht meinem Gott ein paar Opfer bringen. Oh, ein Affe. Weg mit dir. Oh, und jetzt kommen die finsteren Finsternissen. Ah, okay, der ist gerade unsichtbar geworden, aber ich kann ihn trotzdem sehen. Ihr fehlt Perceptive. Auto-Searching, yeah. Was man nicht alles durch Levelanstieg kriegen kann. Also der Mönch ist da echt von den Fähigkeiten durch Levelanstieg her so ziemlich die einzige Klasse, die so viel kriegt. Oh. Ach, du warst es. Und da ist die Spitzhacke, die ich gesucht habe. Hatte mir meinen Hund gekillt. Drecksau. Naja. Der war eh nicht wichtig. Aber ich bin mir sicher, ich werde irgendwann an einem Punkt noch bereuen, dass er tot ist. Da werde ich ihn ganz, ganz dringend brauchen. Spätestens, wenn ich die erste Polymorph-Falle finde, werde ich mich schon drüber ärgern. Aber ich habe ja von Sokoba eine Tribration mitgenommen, sogar zwei. Das heißt, ich kann mir so jegliche anderen Haustiere... Silver Wand. Hm. Mal schauen, was ist es denn? Erstmal ein A in den Staub schreiben und dann mit der Silver Wand. Aha, Wand of Digging. Alles klar.
Okay, damit könnten wir uns im Notfall durch den Boden graben und auf das nächste Dungeon-Level entkommen, wenn uns irgendwas Starkes angreift. Das klappt aber nicht auf jedem Level. So, bam. Ich sollte vielleicht meine Lampe anmachen, oder? Ich hab doch eine. Ja, ich hab eine. Okay. Wusch, jetzt ist sie an. Oh, er kommt mit einem Messer daher. Wie schrecklich. Mit einem Verfluchten noch dazu. Wie schlecht die hier alle ausgerüstet sind. Ach, ist ja völlig unvorstellbar, dass ich mal so daherlaufe. Au. Hey, hier wird nicht mit harten Gegenständen geschmissen. So, jetzt kommst du auch noch weg. Zwei Futterrationen gleich. Nehme ich mit, kein Problem. So. Hier ist auch nichts mehr. Ah, alles klar. Upsch, leuchten wir mal alles aus. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, damit wissen wir schon mal... Okay, da war noch eine Rostfalle. Ah, ich hasse diese Dinger. Ich kann sie nicht leiden. Grünen Hook. Ja, ja. Waffen, alles, nichts für mich. Bumm. Die einzige Waffe, die ich verwenden will, ist ein Quarterstaff, beziehungsweise ein ganz bestimmter Quarterstaff. Den ich schon in ungefähr 8 Millionen Partien zeigen wollte und wo ich in jeder Partie schon von erzählt habe. Oh, Identify. Aber nie dazu gekommen bin. Weil ich immer davor abgekratzt bin, bevor ich auch nur einen einzigen Wunsch frei hatte. Traurig, traurig. So. Das Level ist damit erforscht und was war das schon wieder? Eine Pfeilfalle. Kann ich die vielleicht entschärfen? Nein. So, jetzt aber. 47 Pfeile. Ja, die bringen mir eher weniger. Die Dartpfeile sind